grüßt euch, jetzt mit Mixi. Und zwar möchte ich heute gerne für euch einen thailändischen Weißkrautsalat machen. Und zwar wahrscheinlich deswegen thailändisch, weil da Ananas drin ist. Also, du brauchst ein Weißkraut, und zwar davon 100 Gramm. Das kommt in den Mixtopf. Da kommen nämlich auch noch Nüsse rein. Und ich mag die Nüsse immer ein bisschen zerkleinert, deswegen tue ich jetzt da gleich die 100 Gramm Nüsse, tue ich jetzt auch gleich rein. Die sollen nicht gleich noch mit zerkleinert werden. Im Rezeptheft, das ist hier im bayerischen Rezeptheft, steht zumindest, was erst danach dazu tut. Ich mache es immer lieber ein bisschen vorher. Ich mag, dass die mit zerkleinert werden. So, und dann brauchen wir 100 Gramm Maisgras. Also den Kopf runtergeschnitten. Das waren 50. Naja, das passt schon. Dann 150 Gramm Gelbrühe. Ein Stück noch drauf und 170 Gramm Ananas. Aus der Dose sind die. Sekündchen. Nehme ich ihn noch. Gucken wir mal, wie es schon besser ausgleicht. Mach auf. Warte mal, da ist noch eine Karotte, die sich um das Messer gewickelt hat. Oh, das macht ja nichts, das ist ja gleich Nachtmacht. Jetzt glaube ich, muss es passen. Genau, jetzt hat es die richtige Konsistenz. Schaut her, so soll es ausschauen. Jetzt kommt noch 2 Esslöffel Essig und 2 Esslöffel Öl. 1, 2. Ich nehme jetzt hier mal einen Brennnesselessig, den habe ich mir auf der Aue gekauft und der ist ziemlich lecker. Der ist auch total gesund, weil Brennnessel ist ja so gesund. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Brennnesselessig. 1, 2. Dann noch vielleicht noch einen halben. So. Und vom Schmand brauche ich 100 Gramm Sauerrahm. Ich nehme jetzt einfach einen Schmand, weil den habe ich erstens daheim und zweitens ist er lecker. Da halt Waage. 100 Gramm. Wunderbar, passt ja tadellos. Dann nehme ich immer diesen kleinen Schaber von Pampa Chef. Da kann man erstens die ganzen Becher total gut auskratzen und auch Nutella-Gläser. Und zweitens ist der so schön handlich. So, jetzt Rückwärtsstufe. Jetzt wollen wir uns nicht mehr zerkleinern, jetzt wollen wir mal Rückwärtsstufe. Jetzt vermischen wir das Ganze 3 Sekunden auf Stufe 3. Fazit. Jetzt ist das so richtig schön angemacht. Aber jetzt hole ich da noch schnell eine Schüssel unten raus. So, hier meine hübsche Pampa Chef Glasform, die mich auch nicht ausläuft, weil ich ja so einen tollen Deckel habe, der so schützt. Jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das hier ausschaut. Also der schmeckt wirklich hervorragend. Ein bisschen Salz und Pfeffer tue ich jetzt gleich noch drüber. Habe ich nämlich gerade vergessen, das mit reinzutun, aber ist ja wurscht, weil Salz und Pfeffer kann man es ja nachher auch immer noch. Schlimmer wäre, ich hätte zu viel reingetan. So, da lang. Jetzt
zeige ich euch das gleich mal, wie das lecker ausschaut. Schaut's her, fertig ist der thailändische Weißkrautsalat. Also normalerweise bin ich überhaupt kein Weißkraut-Fan, aber der schmeckt wirklich hervorragend. Probiert es aus. Ich freue mich über eure Kommentare auf Facebook oder auch unten auf YouTube. Abonniert doch meinen Kanal, kauft in meinen Pampered Chef Shop ein oder schreibt es mir einfach so. Danke, tschüss und auf Wiederhören.